Herzlich willkommen, wir Niklas 1112. Heute vergleiche ich Intels 9 i7-6900K Broadwell E-Prozessor mit seinem Vorgänger, dem i7-5960X Haswell E-Prozessor. Im Grunde genommen neu versus alt. Also zuallererst würde ich mich bei Aurelius beim Importeur für den Anruf bedanken wollen, wahrhaftig ein Fan der Intel Extreme CPU-Aufstellung, fürs Ermöglichen, einige kurze Tests mit diesem neu vorgestellten Intel-Chip durchzuführen. Im Moment ist er für meine Testzwecke nur an den 6900K herangekommen. Sobald sich aber die Möglichkeit ergibt, die restlichen Modelle wie den 6800K, den 6850K und den Wahnsinns-10-Kern des 6950X zu testen, werde ich definitiv für euch ein paar Tests machen. Zurzeit ist Videos kosten beide der neue 6900K sowie der 5960X gleich viel Geld. Mehr oder weniger natürlich. Der 6900K vielleicht ein bisschen teurer momentan, aber jemand, der ernsthaft in Erwägung zieht, sich solche kostenspieligen Chips anzuschaffen, wird sich wohl nicht groß um den Preisunterschied dieser zwei Chips kümmern. Hier sind die Benchmarks. Wie erwartet ist es Intel definitiv wieder mal gelungen, deren CPU-Leistung von Generation zu steigern. Hier keine Ausnahme. Dafür, dass es sich um Extreme-CPUs handelt, bringt der neue 6900K richtige Vorteile mit sich im Vergleich zum 5960X. Broadwell bzw. Skylake bringen ein paar richtig coole Neuerungen ins Spiel, darunter hauptsächlich die hervorragende Gaming-Leistung. Dies hat mich auch am meisten überrascht, ehrlich gesagt. Extreme-CPUs wegen ihrer höheren Anzahl an Kernen sind oft nicht so gut beim Spielen wie diese ordentlichen leistungsstarken Quad-Cores 4-Kerner, wie die i7-6700K oder i5-6600K Prozessoren mit den relativ hoch angesetzten Taktraten. Aber seien wir einmal ehrlich, man kauft sich nicht einen solch teuren Prozessor nur, um damit zu spielen. Dies neben meinem Zeitmangel ist meine Ausrede für die eher gering gehaltene Anzahl an Spielebenchmarks. Denn kommt schon, wir wissen alle von den Benchmarks her, dass der 6700K die deutlich bessere Wahl zum Spielen darstellt. Obwohl nun die Leistung des 6900K deutlich höher ist im Gegensatz zum 5960X, der Stromverbrauch ist zu meiner Überraschung auch mitgewachsen. Ich hätte einen niedrigeren Verbrauch erwartet, aber es scheint, als ob Intel bei den Extreme-CPUs wohl eher den Fokus auf Leistung legt und nicht so sehr auf bessere Energieeffizienz, was bei der Extreme-Aufstellung von Prozessoren ja auch irgendwie Sinn macht. Also ja, dennoch sind die Ergebnisse als ordentlich zu betrachten. Temperaturen sind natürlich kein Grund zur Besorgnis. Um alles zusammenzufassen, ist man auf der Suche nach einer neuen Extreme 8-Kern-CPU dieser Art. Der neue Broadwell i7-6900K ist definitiv die richtige Entscheidung. Allumfassend ist sie einfach die bessere CPU mit Verbesserungen, die wir erwartet haben. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und habt es einigermaßen hilfreich gefunden. Aber seien wir mal ehrlich, wie viele von uns können sich überhaupt einen solchen Prozessor leisten? Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos manchmal früher zu sehen.